So, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit mir, dem Endgame. Ja, ich bin schon ein bisschen weitergelaufen hier runter. Das ist ein bisschen. Ein bisschen schon mal vor. Ja, nicht überrascht werde von irgendwelchen Monstern, aber. Ja, gut. Wir sind hier im Dumpf. Auf zu den Piraten. Banditen, meine ich. Wieso sage ich mal Piraten? Nein, ich meine die Banditen. Nehmen auch die Banditenrüstung an. So. Hier ist noch ein Kreuz von Greg. Wie ihr sicher wisst. Greg macht das ja immer so. Ja, wir machen uns auf, um herauszufinden, was Raven vorhat. Quest haben wir einmal von Greg und einmal von den Wassermagiern, ja. Ist ja wohl klar. So, dann denke ich mal, machen wir uns hier auf. Hier gibt's überall Viecher, das ist echt hammerhart. Da hinten ist zum Beispiel noch eine Höhle, ja, genau. Waren da vielleicht Zombies drin, kann das sein? Ah, Sumpfkraut, hier gibt's auch Sumpfkraut, ne, das ist das Tolle. Genau wie in der Minenkolonie. Wie toll ist das denn? Oh. Wundervoll. Oh, schön. So. Jetzt gucken wir mal, was hier so drin ist. Ich glaube, es sind Zombies drin. Aber ich bin mir näher. Ach, Moleratze. Toll. Haben wir was entgegenzusetzen? Na gut, hier gibt es nicht so. Ah, noch was von Greg. Mal gucken, ob das auf der Karte eingezeichnet ist. Ja, ist es. Ah, toll. Wir haben ja von Greg die Karte aus seiner Hütte geklaut und da stehen ja alle so eine Dingens. Ich glaube, ich habe das heißt, dass er seine Schätze, wo er die Schätze vergraben hat, ja. Dann gehe ich jetzt mal wieder zurück zu dem, da wo ich angefangen habe aufzunehmen. Bis gleich. Okay, dann machen wir uns jetzt wirklich auf, wirklich in die, auch in die richtige Richtung. So, ich wollte nur sagen, dass der Wurm wirklich sehr weitläufig ist und wow, die Blutfliegen nerven mich gerade übelst zur Suppe. Ich habe auch so eine Kackrüstung. Was? Wieso muss ich die eigentlich jetzt schon tragen? Ja. Wir müssen die schon tragen, weil wenn wir gar keine Rüstung tragen oder eine andere, dann werden wir angegriffen von. Oh, jetzt haben wir Schaden genommen, dadurch, dass wir sie besiegt haben. Scheiße. Werden die uns sofort angreifen, weil die dann denken, ach, das ist ein Gegner. Keiner von uns. Sag ich mal so. Und tja. Deswegen müssen wir die Rüstung schon tragen. Das ist total billige. 35 hat die nur. Mein andere hatte 70 oder 80? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall übelst selbst, aber diese ist total verkackt. Und da ist der erste Bandit. Hallo, wir sind einer von dir. Wir gehören zu dir, so. Sancho. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was? Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Oh je, aber erzähl mir mal etwas über die Mine. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein willst, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen oder was? Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Ach so. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden. Niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Ganz genau. Hier gibt's ja auch nichts, nicht? Oh je. Ich glaube, ich habe gerade einen Sumpfhai gehört. Da ist ein Sumpfhai. Man glaubt's kaum. Naja, ich wusste es zwar, aber... Ja, sollte gerade nur eine Überraschungsmoment sein. Oh, ein schwarzer Goblin. Den gönne ich mir. Na du? Haha. Es gibt wirklich viele Monster. Wenn man hier alle Monster meucheln würde, dann würde ich, glaube ich, 2 Level aufsteigen. Also, geschätzt. So, dann gönnen wir uns aber mal zu Franco. Ist der hier, Franco? Hallo, Franco? Nein. Scheiße, ich weiß, wo Franco ist. Hier ist erstmal nur das Vorlager, ne? Hier sind erstmal nur die normalen Banditen und da ist der doch. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja. Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ach so. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Schick mich jetzt rein.
Schick mich jetzt rein. Und was, wenn ich Nein sage? Nö, dann warte ich eben noch ein bisschen. Dann warte ich eben noch ein bisschen. Genau. Genau, ja. Er ist also hier der, der Fäden in der Hand hält, was? Na gut, dann reden wir mal mit Ramon, oder wie der heißt. Hey, was willst du? Kann mir nicht vorstellen, dass du eine Erlaubnis fürs Lager hast. Franco schickt mich. Er will wissen, ob jemand im Lager gebraucht wird. Ja, wir brauchen jemanden. Gestern hat wieder einer von den Kerlen den Löffel abgegeben. Oh. Dieser Idiot hat sich mit Esteban angelegt. Aha. Wer ist Esteban? Der Anführer des unteren Lagers. Er entscheidet, wer in die Mine kommt. Also sagt Franco, dass Torus nach einem neuen Mann verlangt. Alles klar? Alles klar. Aber warte, der Torus? Torus? Der Torus? Ja, der Torus. Der Mann, der die neuen Leute anfordert. Der Mann, der entscheidet, ob und wann ein neuer Typ aus dem Sumpf ins Lager kommt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du ihn von früher kennst. Ja, doch. Naja, ja. Pass auf, jeder kennt Torus. Trotzdem kommst du nicht rein und ich werde ihm nichts ausrichten. Dann nicht. Aber ich bin der neue Mann. Ich bin der neue Mann. Hey, versuch nicht, mich zu verarschen. Es entscheidet immer noch Franco, wer von euch ins Lager kommt. Oh, schade. Franco hat mich geschickt. Nein, wollen es nur nicht provozieren. Oder vielleicht doch? Na, reden das mal mit Franco. Ja, wir können jetzt sofort rein. Wir nerven erstmal alle, dass wir rein sollen. Rein wollen. Torus braucht einen neuen Mann. Gut, ich werde mich darum kümmern. Moment, was ist mit mir? Du hast noch nichts geleistet. Ich habe schon eine Menge geleistet, nur weißt du nichts davon. Okay, du willst eine Chance. Du kriegst eine Chance. Schwing deinen Hintern zu Logan. Die Sumpfhaie rücken ihm zu sehr auf die Pelle. Hilf ihm, mit den Viechern fertig zu werden, dann bist du schon so gut wie im Lager. Wo finde ich Logan? Wo finde ich Logan? Wenn du vorm Lagereingang stehst, geh an der Felswand links entlang. Es ist ein Stück weit im Sumpf. Okay, dann hier und dann... So, alles klar. Logan, wo bist du? Quatsch, sorry. Bisschen schneller, ne? So, dann müssen wir jetzt mal hier bei Franco einschleimen. Nicht? Oh, Miguel. Hey. Ja, wieso? Was machst du hier? Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Oh. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Deswegen ist Ignaz so. Na gut. Ignaz ist wirklich ein bisschen durch, aber na gut. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. Genau. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Ach, Tränke? Ja, so nicht. Lass uns handeln. Goldbrocken, naja. Die sind alle so teuer. Nee. Keine Lust, nee. Leck mich doch. Wir reden erstmal mit Logan. Logan, den Namen habe ich immer schon mal gehört, egal. Okay, hier mache ich offscreen weg, das ist dort mir wirklich zu lange hier. Boah, ich habe was Aufregendes, toll, nicht? So, bevor wir aber zu Logan gehen, gönnen wir uns hier rechts in die Hülle. Da. Ah, hier sitzt einer, Tom. Was ist hier in der Höhle, hä? Guck mal, wie der kauert, ey. Na du? Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Ach so. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Esteban? Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt.
Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Aha, dann hat er im Angus im Tank gemorchelt. Das war nicht so schön. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und hab Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Achso. Ja, dann reden wir jetzt mal mit Logan. Dann wissen wir schon mal, wer Angus und Hank getötet hat. Juan, angehört von Esteban. Und Logan, na? Mit dir sollen wir irgendeinen Scheiß machen? Wie ich das anhört. Mit dir sollen wir Scheiße machen? Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Ein bisschen zu nahe? Was kriege ich für meine Hilfe? Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiden kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Was gibt's denn im Lager? Was gibt's denn im Lager? Die Frage ist doch, was gibt es nicht im Lager? Es gibt doch keine Sumpfhaie, keine Sumpflöcher, keinen Sumpf halt. Stattdessen haben sie Schnaps und Gold. So viel ich weiß, haben sie da auch eine Frau. Alles klar? Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Lass uns die Sumpfhaie angreifen. Oh, hört man das schon. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Verstehe. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf einen Happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Oh, jetzt. Oh. Wir müssen mal ordentlich morcheln. So. Die Viecher sind schwächer als normale Sumpfhaie, soweit ich weiß. Wow. Ich lock's erstmal hier so zum Baum und dann. Oh, einer ist schon tot. Und wir kriegen die Erfahrung. Das ist echt geil. Greif uns nicht an, greif uns nicht an. Wir greifen dich an. Wow. Na, natürlich immer nicht sehen, dass ihr mich nochmal angreift. Logan, du darfst uns gerne helfen. Und das war's. Alles klar. Nicht so. Nur tote Sumpfhaie sind gute Sumpfhaie. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Alles klar, dann denke ich mal, oh je. Nicht die so. Sind zum Glück etwas schwächere Sumpfhaie. Die normalen, die sind etwas stärker. Soweit ich das weiß, ja, das war so. Tja, dann denke ich mal, reden wir mal wieder mit Franco, oder? Ja, machen wir mal. Ob die Zeit noch reicht? Oh je, das muss schneller gehen. Franco, hi. Wir haben die Sumpfhaie getötet. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Danke. Also kann ich jetzt ins Lager? Oder nein, ich frage ihn in der nächsten Folge, ob wir ins Lager können. So machen wir es. Tja, die meisten wissen es sicher, aber trotzdem. Ja, dann sage ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich bin Endking und wir spielen Gothic 2. Bis dann. Tschüssi.